Ja, in unserem modernen Leben gibt es ja immer mehr Computersysteme, die im Hintergrund arbeiten und algorithmisch irgendwie Dinge entscheiden, die auch sich auf unser Leben auswirken, die aber immer schwieriger für uns zu erfassen werden. Und wenn man versteht, wie die funktionieren, versteht, wie die Dinge für uns entscheiden und das vielleicht auch beeinflussen kann, dann hat man Vorteile, kann man als mündiger Bürger eben teilnehmen und auch darüber diskutieren, wie diese Systeme funktionieren sollen. Und wenn man das eben nicht kann, wenn man nicht versteht, wie diese Systeme funktionieren, dann läuft man Gefahr, an den Rand der Gesellschaft gedrückt zu werden und eben nicht mehr in der Lage zu sein, am gesellschaftlichen Leben, an der Diskussion, wie es in der Zukunft weitergehen soll, teilnehmen zu können. Heutzutage bilden wir Schüler aus und bringen ihnen bei, wie sie mit Word ihre Bewerbungsunterlagen schreiben können, wie sie mit Excel Tabellenkalkulationen machen können, damit sie sich auf das Leben vorbereiten können, in dem sie solche Fähigkeiten benutzen können, brauchen. So, und Code Literacy oder Digital Literacy ist eben auch ein Sammelsurium an Fähigkeiten, den wir den Schülern mitgeben sollten eigentlich, damit sie mit diesen ganzen digitalen Systemen, mit denen sie in ihrem Leben konfrontiert werden, die sie komplett umgeben werden, eben auch umgehen können. Ich fand es sehr spannend, als der Modder, der Stefan Köhler, erzählt hat, wie er zu diesem Punkt gekommen ist, wo er sagte, irgendwann ist dieses Spiel ja von innen aus, von sich aus durchgespielt. Und wie ist es eigentlich, wie kann ich das Spiel manipulieren? Wie kann ich aus dieser Welt, in der die da für mich geschaffen wird, heraustreten und sie von außen betrachten und dann das Spiel manipulieren und Dinge machen, die absolut gar nicht vorgesehen wurden und dann richtig kreativ werden? Und ich finde, das ist sehr spannend.